Die Leidenschaft vom Design, es ist diese unglaubliche Ingenieursleistung, die man hat. Und wenn man da mal ganz in Ruhe in die Tiefe nachdenkt, dann ist ein Auto, sowohl als ein Motorrad, nach dem menschlichen Körper gebaut. Weil die Räder sind eigentlich die Beine, die es übertragen, mit den Gelenken dabei. Der Motor ist im Prinzip das Herz, der schlägt und treibt alles an. Das Öl, was durch die Adern fließt bei dem Auto, ist bei uns das Blut. Und was wir an Essen und Getränke in uns reinstopfen, das ist hier das Benzin. Im Prinzip ist es ein wunderschönes Abbild des menschlichen Körpers. Dass man hier die Autos sich anschauen kann und zugleich können die noch ihre Autos bewegen und das gibt es wahrscheinlich nicht nochmal und dann eben dieses Ambiente mit dem Schloss im Hintergrund. Hier stehen sehr, sehr teure Fahrzeuge. Hier ist eine sehr, sehr gute Mischung aus Exklusivität, Konkursfahrzeugen in unbezahlbaren Summen. Gleichzeitig aber treffen sich hier Leute, sind den ganzen Tag da, haben gute Laune. Willkommen bei den Classic Days! Der 300 SLR, mit dem wir, das heißt die Mannschaft von Mercedes-Benz damals 1955, Wille, das ist ja über 50 Jahre her, gefahren sind. Johann Manuel Fangio, Karl Kling, Stirling Moss und ich, wir vier fuhren die Werkswagen, also diesen Wagen. Und deshalb ist es irgendwie, wenn ich diesen immer wieder fahre, sind es ja Erinnerungen natürlich an die Mille Miglia, denn bei der Rennerei ging es eigentlich nur, wer gewinnt, der Moss oder ich, denn Fangio hatten wir schon hinter uns. Ich war einmal in Goodwood vor Jahren und habe da auch so ein bisschen die Stimmung, wie hier ist, erlebt. Aber muss sagen, hier ist es offener. Wir machen auch die Toren weit offen, wie du nicht und so weiter. Jeder wird erzählen, was, jeder will auf den Kaffee, wenn er reinkommen möchte. Also die Offenheit hier kommt bei uns sehr gut an. Ich werde jetzt mal die erste Runde mal locker fahren und dann ab der zweiten Runde werde ich mal ein bisschen Kompressor reinmachen fürs Publikum. Das Tolle ist hier, dass wir mit so einer großen Gruppe auf die Rennstrecke können, im Pulk und nicht alle 30 Sekunden einer. Hier weiß halt jeder, wie wir fahren. Wir kennen uns alle untereinander und dementsprechend sind wir auch auf der Rennstrecke. Man kann auch mal hier, wo man normal nicht überholen kann, weiß jeder, wann er ein kurzes Stück hat und geht vorbei.